Low Level, kurz und knackig. Ja, ich will die 50 Folgen endlich vollkriegen. Hier ist der Chips 44, die wohl günstigste Art des Datentransfers zwischen Windows-PC und Amiga. Das ADF-Senderterminal von Wolfgang Stöckel und was der findige Apex mit Support der A1K-Community daraus zusammengescriptet hat. Finanzieller Aufwand? Minimal. Retrofaktor dafür? Bombastisch. Viel Spaß! Stets propagiere ich sehr gerne den Amiga Explorer, welcher unbestritten einer der komfortabelsten Wege ist, wenn es darum geht, Daten zwischen Windows-PC und Amiga auszutauschen. Die gewohnte Explorer-Umgebung ist nahezu selbsterklärend und bei den Übertragungswegen kann man neben dem klassischen Nullmodem-Kabel auch auf eine schnelle Netzwerkverbindung zurückgreifen. Amiga Explorer ist Bestandteil des Amiga Forever-Paketes von Cloanto. Dieses kostet derzeit als Neuanschaffung mindestens 30 Euro. Oftmals ist es jedoch so, dass ein kompletter Neu- oder Wiedereinsteiger in die Welt des Amiga lediglich nach einem Weg sucht, den Inhalt seiner alten Disketten zu sichern bzw. vorhandene Disketten-Images vom Windows-PC zurück auf eine echte Diskette im Amiga zu bekommen. Hierfür gibt es, wie so oft, unterschiedliche Lösungsansätze. Eine Möglichkeit stellt das ADF-Senderterminal von Wolfgang Stöckel dar. Erst einmal, es ist völlig kostenlos. Freilich gebietet es der Anstand, dem Auto ein paar Euros für eine Registrierung zukommen zu lassen, aber man muss dies nicht tun. Die nicht registrierte Version funktioniert genauso gut wie eine registrierte. Ihr findet dieses Windows-Tool unter adfsender.stöckel.com zum Download. Wir ziehen den Full Package Download auf den Windows PC und starten das selbsterklärende Setup. Ich nutze hier übrigens das etwas in die Tage gekommene Windows XP Service Pack 3 32-Bit und das ist auch wichtig, haltet euch fern von 64-Bit-Versionen. Der Transfer an sich findet über Nullmodem statt, was bedeutet, dass wir ein Nullmodem-Kabel brauchen. Um diese Investition bzw. die anfallende Löt- und Bastelarbeit kommen wir also nicht herum. Wenn ihr nicht gerade Lötspezialisten seid, solltet ihr vielleicht doch lieber zum Kauf eines Nullmodem-Kabels tendieren, denn die Güte des Kabels ist ausschlaggebend für die Zuverlässigkeit der Datenübertragung und deren maximale Geschwindigkeit. Wer basteln möchte, der findet in dieser README-Datei die Steckerbelegung für das Kabel. Auf der Amiga-Seite brauchen wir 25 und auf der PC-Seite klassischerweise einen 9-poligen Anschluss. Es sei denn freilich, ihr habt am PC einen 25-poligen seriellen Anschluss, doch das setze ich mal nicht voraus. Nein, vielmehr müssen wir heute davon ausgehen, dass moderne PCs gar keine klassische serielle Schnittstelle mehr haben. Ich bin zwar absolut kein Fan von diesen Dingern hier, aber zur Not tun sie es auch. USB auf RS-232 Adapter. Kriegt man für ein paar Mark 50 überall nachgeschmissen. Da die Teilchen aber offenbar wirklich schüttgut sind, sollte man unbedingt vor dem Kauf nachschauen, ob es die passenden Treiber dazu gibt. In Kombination natürlich mit dem verwendeten Windows-Betriebssystem. Alternativ dazu, wenn auch nicht so preiswert, dafür aber deutlich zuverlässiger, echte serielle Schnittstellen zum Nachrüsten als Steckkarte. Diese gibt's als PCI und PCI Express. Auf der Amiga-Seite steigen wir ganz klassisch ein und ziehen einen Amiga 500 auf den Plan. Die Prozedur klappt auch mit jedem anderen Modell, aber der 500er war und ist nun mal das am häufigsten anzutreffende Modell. Dieser Kandidat hier hat die klassische Ausstattung mit Kickstart 1.3, OCS Chipset, 512 KB ChipRAM und 512 KB SlowRAM. Dazu brauchen wir natürlich noch einen passenden Monitor. Ich nehme da wieder den altbekannten kleinen Fernsehflachmann, welchen ich per RGB auf SCART-Kabel anschließe. Für den Bedienungskomfort eine Maus. Naja, ich weiß, es ist schon komisch heutzutage extra auf eine Maus hinzuweisen, aber mir macht's Spaß. So, und was nun noch? Der Amiga 500 ist, in diesem Zustand, ohne Diskette,
handlungsunfähig. Also brauchen wir zumindest mal eine bootbare Diskette, welche wenigstens den Type-Befehl beinhaltet. Wichtig hierbei: Es muss der Type-Befehl der Workbench 1.3 oder älter sein. Type-Befehle neuerer Workbenches können nur reine Textdateien fehlerfrei verarbeiten. So zumindest die Aussage auf der Homepage von Wolfgang. Und ja, ich habe es getestet mit dem Type-Befehl der Workbench 3.1 und es ging schon mal geschmeidig schön in die Hose. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir benutzen die Workbench-Diskette, wie sie eigentlich jedem Amiga 500 beiliegen sollte. Ich nehme hier die Version 1.2. Einfach aus dem Grund, weil darauf noch ein wenig Platz frei ist, den wir später noch brauchen werden. Jetzt haben wir alles an Hardware beisammen, was wir für die Aktion brauchen. Um funktionieren zu können, braucht das ADF-Sender-Terminal aber erstmal ein Gegenstück auf dem Amiga, sozusagen ein Brückenkopf für die Dateninvasion. Wir laden uns die transwarp.sfx.zip-Datei von Wolfgang Stöckels Seite herunter und nehmen uns hier die transwarp.run-Datei heraus. Günstigerweise natürlich an einen Speicherort, den wir später auch wieder finden. Diese Datei ist ein selbstentpackendes Archiv, welches sowohl die Transfersoftware Transwarp als auch das Boardbandic-Device enthält. Ein Device für den seriellen Port des Amiga, welches höhere Übertragungsgeschwindigkeiten vom Amiga zum PC zulässt als das normale Serial-Device. Zunächst einmal schalten wir sicherheitshalber PC und Amiga aus, um die Null-Modem-Verbindung zwischen den beiden Rechnern herzustellen. Auf PC-Seite spielt das Verbinden nur in abgeschaltetem Zustand mit so einem USB-Adapter zwar keine Rolle, aber denken wir doch hauptsächlich an unseren alten Amiga, denn dem wollen wir ja schließlich nichts Böses. Jetzt starten wir beide Maschinen und lassen den Amiga von der Workbench-Diskette booten. Auf dem PC starten wir das ADF-Sender-Terminal und stellen dort unter COM-Port die Nummer des von uns genutzten COM-Ports ein. Und dann diese Werte: 19.200 Baud, 8 in 1, also 8 Datenbits, keine Parität und ein Stopp-Bit. Das Handshaking kommt auf RTS, CTS. Diese Einstellungen sind standardmäßig im ADF-Sender-Terminal so eingestellt. Anschließend öffnen wir den COM-Port. Die grüne Funzel hier zeigt an, dass der Port nun geöffnet ist. Die gleichen Einstellungen müssen auch auf dem Amiga eingestellt werden. Wir gelangen dorthin über die Preferences und dann in Serial. Das hier sind die Standardeinstellungen, bei denen wir nun entsprechend die Baudrate hochsetzen und das Handshaking ändern müssen. Auf dem Amiga starten wir eine Shell bzw. ein Command Line Interface, kurz CLI. Hier geben wir nun folgendes ein: Type ser Doppelpunkt to RAM Doppelpunkt transwarp.run. Auf dem PC senden wir mittels ADF Sender Terminal die entpackte Datei transwarp.run. Nachdem der Ladebalken am PC einmal durchgelaufen ist, drücken wir beim Amiga Ctrl und C gleichzeitig, wobei hier augenscheinlich auf dem Bildschirm erstmal nichts geschieht. Jetzt schicken wir die gleiche Datei erneut, denn der Amiga wartet immer noch auf weitere Daten. Unmittelbar am Anschluss meldet der Amiga Break. Jetzt brechen wir die Senderaktion auf dem PC ab. Nun haben wir die Datei transwarp.run in die RAM-Disk des Amiga übertragen. Wir wechseln dorthin mit CD RAM Doppelpunkt und jetzt starten wir das selbstentpackende Archiv, indem wir transwarp.run eingeben. Die entpackten Dateien müssen nun noch in die richtigen Verzeichnisse. Transwarp an sich muss nach C Doppelpunkt
und das Board Bandit Device muss in den Devs Ordner. Jetzt haben wir die Basis geschaffen, um Disketteninhalte vom Amiga zum PC und dort in Image-ADF-Dateien zu spielen und andersherum vom PC die Inhalte von ADF-Dateien rüber auf den Amiga und dort auf echte Disketten schreiben zu können. Funktionieren tut das Ganze dann so. Im ADF-Sender-Terminal auf dem PC muss stets die gleiche Bordrate eingestellt sein, wie wir sie auch bei Transwarp und nach dem Switch -B eingestellt haben. Wir wollen zunächst eine Amiga-Diskette auf dem PC als ADF sichern. Dazu stellen wir am PC das ADF-Sender-Terminal auf Empfangen, geben den Dateinamen der anzulegenden ADF-Datei an und dann wartet der PC auf die Daten. Diese schicken wir dann vom Amiga aus mit dem Befehl transwarp -b 115.200-1. Dieser Befehl sendet den Inhalt der Diskette in DF0, also dem internen Laufwerk des Amiga, mit 115.200 Baud zum PC in die dort angelegte ADF-Datei. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann kann man hinter dem -b eine geringere Baudrate einstellen. Etwa 57.600, 28.800 oder 19.200. Wenn man noch weiter runtergehen muss, sollte man dann doch mal sein Kabel überprüfen. Geringere Bordrate an sich bedeutet natürlich automatisch auch eine längere Transferzeit. Weiteres Beispiel, womit ich mich exakt an die Beispiele auf Wolfgang Stöckels Seite anlehne. Mal angenommen, wir haben ein externes Diskettenlaufwerk am Amiga angeschlossen und wollen von dort eine Diskette an den PC senden. Wir stellen wieder das ADF-Sender-Terminal auf Empfangen und legen die Ziel-ADF-Datei an. Beim Amiga geben wir nun ein Transwarp -B 57.600-D Trackdisk 1. Das -D Trackdisk 1 gibt an, dass wir das Trackdisk Device Nummer 1, also DF1, das erste externe Diskettenlaufwerk, verwenden wollen. Andersherum geht es auch. Wir wollen nun eine ADF-Datei vom PC auf eine echte Diskette im Amiga schreiben. Damit man hier nicht unvorsichtigerweise seine Startdiskette, in diesem Fall ja die Workbench, überschreibt, sollte man hier den Schreibschutz aktivieren. Jetzt geht es andersherum. Wir starten zunächst Transwarp auf dem Amiga. Transwarp -W ser Doppelpunkt -B 28.800-1. Und jetzt senden wir vom ADF-Sender-Terminal eine ADF-Datei ab. Der Befehl für die Verwendung von Laufwerk DF1 lautet transwarp -w ser Doppelpunkt -b 28.800-d trackdisk 1. So viel erstmal zu Wolfgang Stöckels Programmen ADF Sender Terminal und Transwarp bzw. Transdisk. Auf letzteres gehe ich gleich nochmal kurz ein. Jetzt hat sich aber mal einer gedacht, namentlich der Apex aus dem A1K-Forum, dass dieses Befehlszeilen-Rumgehacke doch nicht so ganz stilecht ist für die mausgesteuerte Workbench. Und dafür hat er eine bootbare Diskette kreiert, welche ein paar schicke Scripts enthält, mit denen man sich die Kopierprozesse schön und easy zurechtklicken kann.
Das Ding trägt den Namen Trends Workbench. Wir holen uns die Disketten-Image-Datei aus dem A1K-Forum oder per direktem Link. Ich füge die Links unten in den Kommentaren mal an. Dummerweise ist dies eine DMS-Datei. Das ADF-Sender-Terminal kommt aber nur mit ADF-Dateien klar. Wir können aber mit dem netten kleinen Tool namens ADF Opus, welches ebenfalls kostenlos ist, ganz geschwind aus DMS-Dateien ADF-Dateien machen. Dazu verliere ich jetzt nicht viel Worte, die Geschichte ist selbsterklärend und Bilder sagen sowieso viel mehr als 1000 Worte. Schaut's euch an, die Sache ist gleich erledigt. Als nächstes brauchen wir eine leere DD-Diskette für den Amiga. Auf diese wollen wir den Inhalt des ADF-Images ziehen. Wir starten jetzt den uns bereits bekannten Befehl transwarp-w-ser-b28800-1. Wenn nun die Aufforderung zum Einlegen einer Diskette kommt, tauschen wir die Workbench-Diskette in DF0 gegen die leere Diskette aus. Weiter geht's. Absenden der ADF-Datei vom PC. Übrigens, die Zieldiskette muss nicht unbedingt leer sein. Ihr solltet nur rein emotional nicht mehr daran hängen, denn eine bereits beschriebene Diskette wird beim Transfer gnadenlos platt gemacht. Also, aufpassen. Okay, das wär's. Wir lassen die Diskette, wo sie ist, und starten den Amiga einmal neu. Okay, eines können wir schon mal festhalten, die Diskette ist bootbar. Und hier sehen wir jetzt, dass wir uns keine Gedanken mehr um die Syntax machen müssen, denn uns stehen hier fertige Scripts zur Verfügung für den Datentransfer von PC zu Amiga und andersherum von Amiga zu PC. Sollte auch einmal der Bedarf nach einer Neuformatierung bestehen, kein Ding, daran ist gedacht worden. Die README gibt unterstützende Infos. Die Prefs sind auch hier zugegen, sodass man den seriellen Port im Griff haben kann. Ja, und halt noch die anderen Prefs-Dinge, die man so von der Workbench aus kennt. Und wer eben doch lieber mit der Shell herumtippen möchte, naja, für den ist ein entsprechender Zugang vorbereitet worden. Die Diskette beinhaltet sowohl das normale Transdisk, welches mit dem Serial Device arbeitet, als auch Transwarp, welches mit dem ebenfalls auf der Diskette vorhandenen Boardbanded Device zusammenarbeitet. Der ganz Neugierige kann auch mal in die Scripts hineinschmulen. Diese sind, ganz MS-DOS-like, als .bat-Dateien gekennzeichnet. Und wir sehen, dass die ausschlaggebenden Zeilen prinzipiell nichts anderes sind als das, was man ansonsten eben per Hand eingegeben hätte. Es kann ja gut sein, dass man mit den Parametern einmal herumspielen möchte. Kabel ist nicht gleich Kabel, PC nicht gleich PC und Amiga nicht gleich Amiga. Es kann schon sein, dass der eine oder andere mit seiner Hardware höhere Übertragungsgeschwindigkeiten realisieren kann als jemand anders. Versuch macht hier auch wieder klug. Ideale Arbeitsbedingungen schafft man sich, wenn man mit externen Diskettenlaufwerken arbeitet. So können wir nun fröhlich Disketten transferieren. Rüber und hinüber. Ganz einfach. Ganz simpel, es muss eben doch nicht immer die High-End-Lösung sein, um zum gewünschten Ziel zu gelangen. Eines muss ich jedoch gegen Ende dieser Folge noch bemerken.
Ich hatte selbst einige Problemchen mit der ganzen Transferierungsgeschichte. Nummer 1 war Windows. Ja, natürlich, das Problem in sich. Und ja, sicher, wenn ich die Homepage vom Wolfgang genauer durchgelesen hätte, dann hätte ich gewusst, dass ich hier mit einem 64-Bit Windows 10 nicht ankommen muss. Also man merke, Win XP und 7, beides in 32-Bit, habe ich getestet und läuft. Manchmal ist eben weniger doch mehr. Problemo numero 2. Die Transfergeschwindigkeit steht und fällt mit der Qualität des Nullmodem-Kabels. Sollte es euch also tatsächlich mal so gehen wie dem armen Captain Stiles aus Star Trek 3, nämlich dass Transwarp einfach nicht funktionieren will, Transwarp at your command, sir. Full power level. Execute. Full power level. Dann ist in eurem Fall nicht Scotty dran schuld, nein, sondern oftmals die Hardware. In diesem Falle könnt ihr auf Transdisk zurückgreifen, welches prinzipiell genauso funktioniert wie Transwarp. Wichtiger Unterschied, Transdisk benutzt das normale Serial Device und nicht das schnelle Board Bandit Device. Ihr könnt damit also nicht so hohe Übertragungsraten erreichen. Eine hinreichende Anleitung zu Transdisk findet ihr ebenfalls auf den Seiten von Wolfgang Stöckel, wo ihr ganz nebenbei bemerkt auch noch Transrom findet. Der Name verrät es schon, dieses Programm kann man nutzen, um das Kick-ROM des Amiga auszulesen und als ROM-Datei auf dem PC zu speichern. Das kann man dann ganz wunderbar unter WinUAE benutzen. Alle Probleme sind 3. Ich hab's durch eine Unachtsamkeit geschafft, meine Workbench-Diskette bei einem Datentransfer zu zerschießen. Simples, aber effektives Mittel, welches euch vor solchen Pannen bewahrt. Macht den Schreibschutz rein. Einfacher geht's nicht. Und das wär's auch schon wieder, in aller gewürzten Kürze. Ich hätte das ADF-Sender-Terminal vermutlich komplett vergessen zu erwähnen, wäre da nicht vor ein paar Tagen im ANSK-Forum der Thread zum Trans Workbench von Apex wieder aufgetaucht. Tja, so kann's gehen bei der Themenwahl. Hoffentlich könnt ihr damit etwas anfangen. Wenn ja, ist super. Und wenn nein, dann hoffe ich doch zumindest, dass euch das Video einigermaßen unterhalten hat. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.